leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werde ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Mit diesem Wochenspruch aus dem Philipperbrief begrüßen wir Sie recht herzlich heute am 4. Advent zum Gottesdienst mit dem 11 Uhr Team. Freut euch, was für eine Aufforderung in diesen besonderen Zeiten. Wann haben Sie denn zum letzten Mal so richtig und aus tiefem Herzen gelacht? Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich schon ein bisschen länger her. Die Situation um uns herum kann ganz schön bedrückend sein. Umso größer ist bei mir die Sehnsucht nach unbeschwerter Freude. Wenn ich meine kleine anderthalbjährige Nichte sehe, wie sie über völlig Belangloses lachen kann, dann wünsche ich mir das auch, diese tiefe Freude im Herzen. Wie gut, dass wir Christen uns im Advent vorfreuen dürfen auf ein Geschenk, das in den Zeiten, wo wir einfach sozial Abstand halten müssen, umso wichtiger ist, nämlich die Nähe Gottes, weil er als kleines Kind in unsere Welt kommt. Und so wollen wir diesen Gottesdienst zum Thema Was zum Lachen voller Vorfreude feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Noch ein kleiner Hinweis zum Anfang. Auf Ihre Plätze finden Sie kleine Zettel und einen Stift, wo Sie bitte Ihre Daten ausfüllen sollen, einfach zwecks Corona, ich glaube, es kennen in der Zwischenzeit alle, und die hinten am Ausgang dann unter der Opferkästen in die Körbe einwerfen. Genau, Ihre Stifte können Sie liegen lassen. Außerdem bitten wir Sie einfach während dem gesamten Gottesdienst den Mund-Nasen-Schutz aufzulassen, zum Schutz von uns alle. Dankeschön. Thank you.
Wir beten. Gott, unser Vater, ich danke dir, dass wir uns treffen und in Gemeinschaft mit dir und unseren Mitbrüdern und Schwestern Gottesdienst feiern können. Egal, ob hier in dieser Kirche, zu Hause am Bildschirm, am Telefon oder sonst wo auf dieser Welt. Du weißt, wie es um uns steht und welche Sorgen, Ängste und Nöten, aber auch welche Dankbarkeit und Freude wir in unseren Herzen tragen. Mache diese Herzen nun weit auf, damit du einziehen kannst. Amen. Schriftlesung für den vierten Advent steht in 1. Mose 18, die Verse 1 und 2 und 9 bis 15. Der Herr bei Abraham in Mamre. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm, und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich und sprach, nun, ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Der Herr segne sein Wort an uns. Noch ein Gedicht. Ein jeder Stier hat oben vorn auf jeder Seite je ein Horn.
Doch ist es ihm nicht zuzumuten, auf so einem Horn auch noch zu tuten. Nicht drum, weil man nicht tuten kann, nein, wer kommt mit dem Maul nicht ran. Ja, nee, ja, das ist gut. Ach, da kommt noch ein Gedicht. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Lachen ist gesund. Ich weiß nicht, ob Sie gerade lachen konnten. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die das belegt haben. Lachen ist gesund und wir können ohne Rezept und kostenlos lustige Videos bei YouTube anschauen oder anderswo. Gestern kam eine Sendung im Fernsehen, 40 Jahre verstehen Sie Spaß. Diese Sendung, die viele Menschen zum Lachen anregt, die lustig ist, die wird seit 40 Jahren immer wieder gern angeschaut, auch in Zeiten des Privatfernsehens. Heinz Erhardt haben wir gerade gesehen, er reizt auch heute noch zum Lachen, allerdings nicht jeden und jede. Der Humor ist verschieden und nicht jeder fühlt sich da herausgefordert zum Lachen, aber es ist gut, immer wieder mal zu lachen. Wir haben es gerade bei der Einleitung auch schon gehört. Es gibt ganz verschiedene Arten von Lachen. Vielleicht zum Ersten werde ich angesprochen auf etwas Schönes. Da habe ich ein Lachen im Gesicht. Es ist nicht laut brüllend, es ist eher so ein stilles Genießen, eine stille Vorfreude. Fragen Sie mal ein kleines Kind, ob es sich auf Weihnachten freut, da wird so ein Strahlen, ein Lachen über das Gesicht kommen. Eine andere Art zu lachen ist bei der Situationskomik. Da passiert etwas Lustiges, völlig unerwartet, so wie bei mir neulich in der Schule. Ein Schüler schreibt, du sollst Vater und Mutter in Ehe halten, statt in Ehren halten. Oder etwas anderes, ich bringe von unterwegs spontan ein Brot mit vom Bäcker und meine Frau hat denselben Gedanken und dasselbe Brot gekauft und es liegen diese beiden Laibe da nebeneinander auf dem Küchentisch. Das ist etwas, da kann man drüber lachen. Ein weiter Bereich, wo Menschen lachen, ist, wenn jemand anders ein Missgeschick passiert. Es ist so der Klassiker, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, jemand versucht im Schwimmbad, wenn das dann geöffnet ist wieder, einen Salto vom Sprungbrett zu machen und landet auf dem Bauch. Da gibt es eine endlose Sammlung von Videos zu solchen Dingen, zu solchen Missgeschicken. Amüsieren sich viele Menschen darüber. Man kann sagen, na gut, ist es nicht nur Schadenfreude, die ja bekanntlich die schönste Freude sein soll? Ich mache mal ein Fragezeichen hin. Vielleicht kommt es dann das Mitgefühl mit der Zeit, dass man sich überlegt, oh ja, vielleicht war das doch ganz schön schmerzhaft, dieser Bauchplatscher. Aber in dem Moment ist es lustig, sieht es lustig aus, man lacht. Und davon lebt die Comedy, wahrscheinlich erinnern Sie sich noch an Dick und Doof, Laurel und Hardy. Meistens waren es ganz harmlose Sachen, die dann irgendwie doch lustig weitergegangen sind. Und dann gibt es noch ein anderes Lachen. Ich sage mal so ein bitteres Lachen, das nicht von Herzen und befreiend ist, sondern eher hämisch oder ironisch gemeint. Wie ein Lachen, das einem im Hals stecken bleibt. Ha, da kann ich nur drüber lachen. Vielleicht hat jemand ein Versetzungsangebot bekommen der Firma nach China. Und das möchte man gar nicht ernst nehmen. Da kann man nur bitter drüber lachen. Ich stelle mir das bei der Sarah so ähnlich vor in ihrer Situation, dass sie angekündigt bekommt, wie wir es gerade in der Schriftlesung gehört haben, sie soll einen Sohn auf die Welt bringen. Da hätte sie sich ja eigentlich riesig freuen müssen, das war ein großer Wunsch von ihr und Abraham.
aber sie kann nur lachen, sie kann nur bitter lachen. Zu groß war die bisherige Enttäuschung über dieses Thema. Wie oft wurde Abraham ein Nachkomme angekündigt? Und wie viele Hoffnungen hatte sie, Sarah? Aber alle wurden enttäuscht. Sie wurde immer älter und sie war deutlich jenseits der Wechseljahre. Das Thema Kinder bekommen ist für sie endgültig durch gewesen. Mein Eindruck, sie möchte gar nicht mehr darüber nachdenken. Aber jetzt tauchen auf einmal drei Fremde auf und sie reißen diese alten Wunden auf. Wie aus dem Nichts erscheinen sie in der größten Hitze des Tages. Aber ihnen wird Gastfreundschaft erwiesen. Das war damals unglaublich wichtig, dass man den Durchreisenden eine angenehme Rast ermöglicht, dass sie sich ausruhen können, dass sie erfrischt werden, dass sie gestärkt werden. Abraham und Sarah wissen da noch nicht, wer sie besucht. Dann wird Brot gebacken, ein Kalb geschlachtet, Butter und Milch üppig aufgetischt. Dieser Textteil, der wurde ausgelassen, aber Sie können sich vorstellen, wie da Abraham und Sarah sich ins Zeug legen. Aber plötzlich kommt wie aus dem Nichts dieses Problemthema Nachwuchs auf den Tisch und ein neues Versprechen. Ob Sarah gelauscht hat an der Zeltwand oder vielleicht einfach durch diese dünnen Stoffbahnen hindurch gehört hat, spielt keine Rolle. Aber sie kann nur bitter lachen. Die Antwort, die sie bekommt, sollte Gott, sollte Jahweh, dem Herrn, etwas unmöglich sein? Jetzt wird Sarah und auch Abraham deutlich, wer da zu Besuch gekommen ist. Es sind Gottes Boten und durch sie Gott selbst. Deswegen in der Erzählung schwankt es immer so hin und her zwischen den mehreren, den dreien und dann der Herr spricht. Durch sie möchte ich ergänzen. Kann Gott etwas unmöglich sein? Es ist eine rhetorische Frage und die Antwort lautet natürlich nein. Es ist nichts unmöglich für Gott. Und in diesem Moment ist Sarah natürlich auch peinlich berührt, denn sie wird mit ihrem Zweifel konfrontiert, mit ihrem verlorenen Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten. Und es ist eine sehr menschliche Reaktion von ihr. Ich war es nicht, ich habe nicht gelacht. Das Abstreiten, das Tricksen und Vertuschen, das steckt tief in uns drin. Bei der Vorbereitung mussten wir auch lachen. Nicht über Sarah, sondern mir ist da so eine typische Geste eingefallen. Bei Fußballprofis sieht man das manchmal beim Sport. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Oder in der Schule begegnet mir das auch, der Klassiker. Ich ermahne einen Schüler oder eine Schülerin und die Person sagt, nein, ich habe doch gar nichts gemacht. Warum reagieren wir so, dass wir es abstreiten? Das eine ist wahrscheinlich, dass wir Angst haben vor Konsequenzen oder dass es uns vielleicht einfach nur peinlich ist, ertappt worden zu sein. Und dann ist es wie so ein Reflex, dass man es abstreitet, dass man leugnet. Aber Sarah kommt mit diesem Versuch hier nicht durch. Sie wird konfrontiert mit der Bitterkeit, mit dem fehlenden Vertrauen, das bei ihr ist. Man könnte fragen an dieser Stelle, ist Gott eigentlich fies? Jetzt lässt er sie erstmal jahrelang vergeblich warten, sozusagen auf eine Folter gespannt. Und jetzt schmiert er ihr den eigenen Zweifel dann noch einmal aufs Brot. Muss das denn sein? Wir verstehen Gottes Handeln manchmal nicht. Wir überschauen sein Timing nicht. Wir würden es wahrscheinlich anders machen. Wir haben andere Wünsche, manche Gebete. Und sie bleiben unerfüllt. Der lebendige Gott sagt aber zu uns, ich bringe dich zu einem guten Ziel. Sarah wird nicht verurteilt für ihren Zweifel, aber sie soll etwas lernen, dass Gottes Versprechen nicht lächerlich sind, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Das begegnet uns noch oft in der Bibel, dass Gottes Zusagen, seine Versprechen irgendwie unrealistisch, ja fast lächerlich klingen. Dass durch den gekreuzigten Jesus
der Sieg über Sünde und Tod errungen wird, das ist für viele nur lächerlich. Dass das Grab Jesu leer ist und er den Tod überwunden hat, zum Lachen für manche. Dass er uns selbst im Tod hält und zum ewigen Leben bringt, auch da lachen manche. Aber ich vertraue darauf und ich bin gelassen mit diesem Vertrauen. Gott kommt zu seinem Ziel. Übrigens hat er gegenüber Sarah dann doch Wort gehalten. Sie bekommt tatsächlich wunderbarerweise noch einen Sohn und der wird Isaak genannt. Sie kennen die Geschichte vielleicht. Was bedeutet Isaak? Es bedeutet, er lacht oder er wird lachen. Amen. Mitten unter uns, wir bekommen noch ein Lied vorgetragen und dürfen da mitsummen. Den Text finden Sie auch da vorne. Wir beten. Lieber Vater, sei du uns in dieser dunklen Jahreszeit besonders nahe. Schenke jedem Einzelnen deine Liebe, Kraft und Zuversicht. Hilf auch unserer Gemeinde, nun am vierten Advent den Blick wieder auf dich und dein Kommen auszurichten. Jesus Christus, so vielen Menschen auf unserer Erde ist es gerade überhaupt nicht zum Lachen zumute. Wir sind umgeben von Nachrichten über das Virus, Konflikte und Elend. Es erscheint uns unmöglich, dass all das ein Ende haben wird. Aber wir wollen darauf vertrauen, dass dir nichts unmöglich ist. Und deshalb bitten wir dich, komm in unsere Welt. Wandle du all die Traurigkeit in lachende Freude. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und führe uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Ja, ein ganz herzliches Dankeschön allen, die mitgewirkt, mit vorbereitet haben, mitgedacht haben vom 11-Uhr-Team, aber auch vom Musikteam. Ganz herzlichen Dank euch. Es war sehr kurzweilig. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes erbitten wir zur einen Hälfte für die Aufgaben unserer Kirchengemeinde und zur anderen Hälfte für das Spendenprojekt des 11-Uhr-Gottesdienstes, das Hoffnungshaus in Stuttgart. Vielen Dank, was Sie da einlegen nachher. Bitte denken Sie auch beim Hinausgehen noch einmal an den Zettel, den Sie ausgefüllt haben mit Ihren Kontaktdaten, dass Sie den einwerfen. Vielen Dank. Um 11 Uhr feiern wir nachher noch einen Gottesdienst hier in der Kirche. Jetzt habe ich Ihnen noch das ein oder andere noch anzukündigen. Nach den staatlichen und kirchlichen Verordnungen ist es bislang so, dass Präsenzgottesdienste zu Weihnachten möglich sind, und da sind wir sehr dankbar dafür. Sollte der wöchentliche Inzidenzwert jedoch über 300 pro 100.000 Einwohner im Landkreis steigen, müssen die Präsenzgottesdienste kurzfristig abgesagt werden. Selbst wenn das passieren sollte, wovon ich jetzt noch nicht ausgehe, aber es wird in jedem Fall so sein, dass Ihnen die ganze Zeit über Online-Gottesdienste unserer Kirchengemeinde zu den verschiedenen Sonn- und Feiertagen zur Verfügung gestellt werden. Auch eine musikalische Christnachtfeier ist da dabei. Außerdem gibt es eine interaktive Weihnachtsgeschichte für Kinder und Familien, die Sie an 5 Stationen durch unseren Ort führt. Da gibt es auch noch weitere Informationen. Unsere Kirche wird am Heiligen Abend jedoch zu sein. Die kurzen Gottesdienste, die wir anbieten, die werden im Freien gefeiert. Bitte bringen Sie dazu eine brennende Kerze im Glas mit und einen Zettel, auf dem Ihre Kontaktdaten vermerkt sind. Das ist wichtig. Auch an das Abstandsgebot und die Maskenpflicht wird erinnert, auch wenn es im Freien der Gottesdienst stattfindet. Das ist eine Auflage, die wir einhalten müssen. Die Termine und die Zeiten für diese Freiluftgottesdienste entnehmen Sie bitte dem gelben Blättle. Es gibt auch einen Informationsflyer, der sieht so aus, ganz schön gestaltet. Und da stehen die verschiedenen Angebote noch einmal drin, auch die Rahmenbedingungen. Und diesen Flyer können Sie im Zeitschriftenständer vor dem Pfarrbüro abholen, mitnehmen. Ich weiß nicht, liegt hier, glaube ich, auch aus in der Kirche. Hier haben Sie einen, nehmen Sie den gerne mit. Da liegt auch wird auch eine schriftliche Liturgie drin sein, die Sie dort finden, anhand derer man eine häusliche Weihnachtsfeier auch gestalten kann. Es ist Weihnachten in diesem Jahr mit besonderen Auflagen verbunden, aber wir möchten diese seelsorgerliche Herausforderung annehmen und Möglichkeiten bieten, Weihnachten in Freude auch zu feiern. Wenn Sie über die Feiertage jemanden zum Gespräch brauchen, so verweisen wir auf die Angebote der evangelischen Telefonseelsorge in Stuttgart, aber auch wir beide Pfarrer stehen Ihnen für Notfälle natürlich zur Verfügung. Die gottesdienstliche Feier des Heiligen Abendmahls ist vorerst ausgesetzt. Im Bedarfsfall kann es jedoch in kleinen Gruppen gefeiert werden, zu Hause oder hier in der Kirche. Bitte melden Sie sich dazu bei den beiden Pfarrämtern. Gott schenke uns, besonders für die kommenden Tage, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dann noch ein Hinweis: Der Spendenbarometer, der an unserer Kirche hängt, der wird auf 450.000 Euro erhöht. Seit Beginn der Baumaßnahmen befindet sich an der Außenwand unserer Stiftskirche dieser Spendenbarometer, den Sie sicher gesehen haben. Er zeigt den Finanzbedarf an, den unsere Kirchengemeinde als Spendenmittel für die Renovierung der Stiftskirche aufbringen muss. Dieser Betrag muss nun leider abermals erhöht werden. Verantwortlich dafür sind die gestiegenen Baukosten, die sich aus der überraschend notwendig gewordenen Sicherungssanierung vom Chorraum ergibt. Sie sehen es, jetzt ist eine Wand, da wird jetzt dann weitergearbeitet. Dahinter, momentan haben wir einen Spendenstand von 392.000 Euro. Wir brauchen jedoch also 450.000 Euro, um den Eigenanteil der Kirchengemeinde abzudecken. Außerdem ist im Finanzierungsplan ein Darlehen hinterlegt, das ebenfalls möglichst gering ausfallen sollte. Deswegen auf der einen Seite ganz herzlichen Dank für die vielen großzügigen Spenden, die bei uns eingegangen sind, allen Spenderinnen und Spendern.
Es ist bewegend, wie viel Ihnen an der Beutelsbacher Stiftskirche liegt und wie viel Sie dafür auch bereit sind zu geben. Herzlichen Dank. Und dann darf ich Sie bitten, zur Fürbitte und zum Zeichen der Anteilnahme noch einmal aufzustehen. Am 12. Dezember verstarb unser Gemeindeglied Brigitte Kupferschmidt, geborene Poch, im Alter von 79 Jahren. Die Trauerfeier war am vergangenen Freitag auf unserem Friedhof. Am vergangenen Dienstag verstarb unser Gemeindeglied Martha Behringer, geborene König, im Alter von 90 Jahren. Die Trauerfeier ist am Mittwoch, den 30. Dezember, ebenfalls auf unserem Friedhof. Herr unser Gott, wir bitten dich um deine Nähe und um deinen Trost für alle, die jetzt in die Trauer gekommen sind. Wir bitten dich, dass du die Verstorbenen in deine barmherzigen Hände nimmst und auch uns, die wir noch hier leben. Wir danken dir, dass wir durch dich Hoffnung haben, Jesus Christus, denn du sagst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir danken dir, dass du uns Hoffnung gibst. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören noch ein weiteres Lied. Sie auch noch darauf hinweisen, dass Sie beim Hinausgehen bitte auf die Anweisungen der Ordnerinnen und Ordner achten, die Ihnen Zeichen geben, wann und wo Sie hinausgehen können. Empfangt den Segen unseres Herrn, der euch geleitet in diesen Tag und in die kommende Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.